Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 2. Wir hatten eine kleine Pause hinter uns von ein paar Tagen. Jetzt geht's in die DLC von Borderlands 2. Als allererstes werden wir eine Piraten-DLC machen und zwar, wie ist der Kack nochmal? Kleinen Moment. Ich habe zwar noch 1%, aber vielleicht kann ich es noch neu lesen. Captain Scarlet and her Pirates Booty. So heißt der. Dieses DLC auf Englisch. Ich habe es auf Deutsch nicht rausgeguckt, egal. Dafür müssen wir nach Oasis, aber wir haben vorher noch ein Level-Up zu meistern. Und dafür werden wir. Was machen wir denn? Feinde aus der Luft zu schießen, wir brauchen ein Packen. Das ist auch nicht schlecht, ne? Wir sollten auf jeden Fall das hier zuerst hoch machen. So. Jetzt aber. Wir reisen als erstes nach Sanctuary, denn es hat sich eine neue Quest aufgetan und zwar dicker Oberboss voraus, Baby. Level 50. Wir sind Level 34. Okay, wir gehen zuerst zur DLC. Und ich glaube, gleich kommt eine kleine Sequenz und da halte ich meine Fresse. Vor langer Zeit gab es einmal einen großen Schatz in der Wüste. Und die Kammerjäger fanden ihn und töteten alle Bösewichte. Ende. Nein, 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 so fängt man doch keine Geschichte an. Ich fand's ziemlich gut. Und ich finde, du kriegst diese Woche nichts zu essen. So fängt man eine Geschichte an. Legenden erzählen von Captain Blades verlorenem Schatz des Sandes. Von Beute so wertvoll, dass Männer den Sand rot färben würden, um sie zu kriegen. Von einer Piratenkönigin, mutig und gefährlich, die vor nichts zurückschreckt, um ihn zu finden. Von einem monsterhaften Leviathan. Von den Kammerjägern, die zur Wüstenstadt Oasis reisten, nichts ahnend von den Schrecken, die sie dort erwarteten. Na, kapiert? So geht das. Meins war kürzer. Dein Leben wird auch gleich kürzer, du kleine Dreckschweiße. Holy shit. Willkommen in meiner geliebten Stadt Oasis, Fremder. Wenn du mich nun bitte vor den dreckigen Sand Pirates retten könntest, die mir mein Wasser stehlen wollen. Ja, ich bin schon da. Jetzt reg dich mal ab, Alter. Dreh da hier am Rad. Ich hab gerade erst angefangen, ja. Ach, ich kann ja laufen, ne? Ach, tue ich schon die ganze Zeit, okay. Man sieht, ich bin im Spiel nicht drin, ne? Auch wenn ich schon automatisch alles tue. Ja, hi! Stimmt. Waffe war geil. So, und das Spiel mit dem Packen, es beginnt einfach von vorne. Ich liebe es, die Kugeln fallen einfach ab. Und wir sehen sogar, wo die Gegner sich verstecken. Und er stirbt. Noch jemand? Ach, da! Holy shit, was da explodiert. Hab ich die nicht getroffen? Der stirbt. Die Waffe ist so genial, Alter. Ich liebe sie. Auch wenn ich vielleicht keine Munition mehr habe. Wie sie einfach nur als Piraten verkleidet haben. Es sind die gleichen Gegner, nur als Piraten verkleidet. Ernsthaft? Ach Gott, sind die gemein. Nobiert. Toller Name. Toller Name für einen Captain. Ist ja auch durchzudrehen. Okay, du willst es wissen? Du willst es wissen? Ich war nicht mal in der Luft, aber egal. Wo mein Wasser sicher ist. Lass uns persönlich sprechen, wie Menschen. Was für ein Krawall kommt da aus Oasis? Oh, sehe ich da einen Kammerjäger? Ich bin Captain Scarlet und irgendwas sagt mir, dass du es auf den Schatz abgesehen hast, genau wie ich. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir arbeiten zusammen und teilen uns den Schatz oder wir versuchen uns gegenseitig zu killen. Oder beides. Komm zu mir nach Wormwater, ja? Ich weiß ja nicht. Hört es sich für mich nicht so wirklich verlockend an. Haben wir hier irgendwas Neues eigentlich?
Dadurch, dass wir das Spiel durchgespielt haben. Toll. Hyperion. Jacob's Family. Ach doch, Jacob's auf meinem Kleid drauf. Cool. Da steht Dahl drauf. Ja, komm. Okay, wie sieht es eigentlich aus? Das habe ich lange nicht mehr geguckt, ne? 19 Token, okay. maximale Gesundheit bitte. Schusswaffenschaden. Maximale Gesundheit. Maximale Gesundheit. Ach, Rückschussdämpfung wäre ja noch geil gewesen, ne? Feuerrate. Maximale Gesundheit. Feuerrate. Ist immer eine Sache dabei, die man haben möchte, und der Rest ist einfach nur Scheiße. Verstehe ich nicht. Als wenn das so gewollt wäre. Nein! Oh, ich habe mich verklickt. Shit. Ja, jetzt ist hier nur Scheiße drin. Danke. Da verklickt man sich einmal, weißt du? Schon wieder nichts Gutes. Maximale Gesundheit. Elementarschaden. Elementarschaden. Feuerrate. Und das war's. Sehr schön. Wieder ein bisschen stärker geworden. Das lohnt sich. Und dann ziehen wir halt los. Haben wir jetzt nur die eine Quest hier, oder was? Ja, tatsächlich. Und das hier werden wir versuchen, mit Level 50 hinzukriegen. Ich weiß nicht, ob das was wird. Allein das Schild. Ich bin Shade und du bist der coolste Typ, den ich kenne. Bitte geh nicht. Bitte. Alter, sabberst du? Mein neuer bester Freund. Nein. Nein. Du bist sicherlich, Alter. Finde Shade. Du hast Oasis von Piraten gesäubert und den exzentrischen Shade kennengelernt. Jetzt ist es an der Zeit, die Ärmel... Zeit mit dir. Ja. Die Ärmel hochzukrempeln, bildlich gesprochen. Sich die Hände dreckig zu machen, bildlich gesprochen. Und mit der... Anstarr-Wettbewerb? Den gewinne ich. Ich bin super gut im Anstarren. Und mit der Suche nach tonnenweise Beute, nicht bildlich gesprochen, richtig loszulegen. Die Bevölkerung von Oasis dankt dir. Ja, du alleine. Falls du nach dem Schatz des Sandes suchst, solltest du mit Captain Scarlet sprechen, sie sitzt im Wormwater. Du brauchst ein Sandskiff, um hinzukommen. Nimm meines, ist das Mindeste, was ich tun kann für den Fremden, der die vielen lebenden Menschen in meiner Stadt gerettet hat. Oh, du bist so cool. Ist das eine Rakete? Hat eine Menge Jobs für dich. Keine Party ohne Schnaps und Leichen. Ja. Richtig cool synchronisiert. Was? Könntest du ihm bitte bei bla 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 eine Welche besorgen? Kann ich da nicht einfach hier in die Quest reingucken? Finde Whisky. Frank, eine Leiche, die in Shades Augen einen Trinker darstellt, braucht Whisky. Shade hat dich gebeten, Frank eine Flasche davon zu besorgen. Wie der Tote den Whisky zu nehmen soll, bleibt Shades Geheimnis. Okay. Er hat die ganzen Leichen aufgehangen. Ach du Scheiße. Der Typ ist doch bekloppt. Tetschagan! Das mach ich nie wieder. Möge sie dir gute Dienste leisten. Tetschagan! Finde ich gut, den Typen. Das lassen wir mal kurz. Ach! Habe ich doch was bekommen. Handsome Jacks Maske. Da bin ich mal gespannt. Dein Geld ist weg. War die gut, die Waffe? Ich erinnere mich gar nicht. Ja, keine Ahnung, nehme ich aber. Nein! Egal, wir sind am Anfang. Wir sind am Anfang. Alles ist noch im grünen Bereich. Und ich lade einfach nach. Ja, ich komme gerade von Fallout. Das ist böse. Nein! Ganz sicher nicht. Nicht mit mir. Was sind die neuen Skins, die wir bekommen haben?
Oh, die Tasche. Die Tasche ist immer süß. Hä? Wo kommt die her? Hatte ich die schon immer? Die hatte ich doch nicht immer, oder? Och, cool. Was war das denn? Die Cosplay-Singularität. Ja! Bitte! Ist das cool? Ach so, ach, das trage ich. Das ist mein. Hast du nicht gesehen? Ich verstehe. Okay. Alles gut, ich hab's begriffen. So. Und dann nähern wir uns auf jeden Fall erstmal der Quest. Ja, machen wir erstmal unsere Quest zu Ende, oder? Ja, kann man machen. Besorgen wir erstmal Whisky und gucken, was hier überhaupt abgeht. Und ich konnte irgendein Fahrzeug oder so nehmen, hat er gesagt, ne? Da habe ich es wahrscheinlich. Sag mal, kann mein Handy aufhören zu dudeln? Was ist denn da los? Okay. So, jetzt verstehe ich. Jetzt weiß ich, was los ist. Julian dreht wieder am Rad. Ah, hä? Das ist so eine Art Sandschiff, ja? Zufällig gerade explodiert, sodass du noch ein wenig hier bei mir in Oasis bleiben musst? Verflixt aber auch. Nun, meine Freunde haben bestimmt einige Sandsgiftteile. Sie sind sehr freundlich und lebendig. Sprich mit ihnen, aber sei vorsichtig. Wenn du auf die flachen Sandflecken trittst, werden die Sandraupen dich hören und fressen. Und wer leistet mir dann Gesellschaft? Okay. Wieso nicht? Hä? Achso, mein Leben für Sandskiff, ja? Okay. Reden wir erstmal mit den Leichen. Haben wir sonst nichts Besseres zu tun, als mit Toten zu reden. Also lernen wir wenigstens die Toten kennen. Hallo, wer bist du? Ach, Mrs. Blavis. Ohne Kopf. Oder Gesicht, besser gesagt. Du meine Güte, eine neue Person hat Oasis verlassen, um mit mir zu sprechen. Und diese Person sieht auch noch so gut aus. Oh, das ist Mrs. Blavis. Sei vorsichtig, sie flirtet ohne Unterlass. Ich komme mir bei ihr immer vor wie ein Stück Fleisch. Ich habe ihr vor einigen Wochen einen Kühlmittelverteiler geschenkt. Nimm ihn dir. Könnte ich wohl Pommes Fritz zu dem Shake haben? Du bist sehr attraktiv. Echt jetzt? Der Typ ist doch nicht ganz normal im Kopf, oder? Nur noch ein paar Sandsgiftteile mehr, dann kannst du dich auf den Weg zu Captain Scarlet und dem verlorenen Schatz machen. Wie toll, dass du mich ganz allein lassen wirst. Ah, hallo, da, wie geht's? Man nennt mich Joko, den Joker, und ich bin ein echter Scherzkeks. Hey, was ist der Unterschied zwischen einem Skag und Wasserknappheit? Gibt keinen, sie bringt dich beide um. Ein echter Schelm, dieser Joko. Der hat sich neulich für eine seiner Witzgeschichten einen meiner Druckregulatoren geliehen. Finde ihn und er gehört dir. Alter, der Typ, ne? Der ist so durch. Das glaubst du gar nicht. Oh Gott. Oh Mann, ich meine, dass man mit sich selber spricht, wenn man einsam ist. Ja, okay, kennen wir schon. Aber man stellt doch keine Leichen auf, um dann mit den Leichen zu sprechen. Was soll denn das? Wieso komme ich hier nirgendwo hoch? Was ist das für eine grüne Lampe? Kann ich hier rein? Nein. So, das nehme ich alles mal an mich. Hier komme ich immer noch nicht hoch. Aber muss ich auch gar nicht, weil hier nämlich die Leiter ist. Ja, ich dachte, da kann man drauf laufen. Bullshit. So, laufen wir halt hier entlang. Oh. Wie cool. Piratentruhe. Nice. So, das ist, kommt als nächstes die auf der Liege, ne? Die wir als erstes gesehen haben. Hi, Macker. Ich bin Jennifer. Klamotten und Jungs und Highschool und Tratsch. Jennifer, nettes Mädchen, aber ziemlich naiv. Ich glaube, sie hat einen Magnet-Overthruster, den du für das Sandsgift brauchen kannst. Ist klar. Ist klar.
Allein schon, wie er sie da hingestellt hat. Ach Gott. Das ist doch nicht mehr normal, oder? Mit dem Typen stimmt irgendwas nicht. Und jetzt habe ich nicht mal Packen dafür bekommen. Egal. So. Kann ich das jetzt machen einfach? Ach nee, ich muss doch mit Lionel reden. Bitte steck nicht, bitte nicht stecken bleiben. Danke, 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 danke. Ob Lionel ist bestimmt keine Leiche, oder? Doch. Oh, ich sehe schon, er ist tot. Er ist tot. Ich dachte schon, das ist eine Wumme. Oder? Das ist doch eine Wumme, oder nicht? Was ist denn das? Ah, hallo Mensch. Ich fühle mich heute sehr gut und nicht tot vor Durst. Wie geht es dir? Ah, du hast Lionel getroffen. Wie geht es dir, Lionel? Noch nicht verdurstet. Ha, 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 ha. Wem sagst du das? Wie geht's der Familie? Nun, sie. Band Ende. Das ist eine tolle Geschichte, Lionel. Mein Freund, ich glaube, er hat irgendwo eine Triebwerkssicherung versteckt. Sie gehört dir. Er hat sie verdursten lassen. Ah, du Scheiße. Ja! Ach, die Würmchen, die kennen wir doch schon. Hast du gerade keinen Schaden genommen? Willst du mich ja nicht verarschen, sag mal? Geht doch. Das Viech hat's gefressen! Die Sonne Ding! Jetzt kann ich da jetzt zu Fuß hinlaufen. Habe ich schon gefragt, wie soll ich da ankommen? Ah, die Frage hat sich wohl erledigt. Was ist das da hinten? Hey! Jetzt hast du alles, was du brauchst, um das Sandskiff neu zu bauen. Dank der lieben Leute von Oasis. Ach, gut, dass wir so viel Wasser haben, sonst wären wir noch an Austrocknung gestorben. Bring bitte die Teile, die du gesammelt hast, an dem Sandskiff an. Du kannst es dann einscannen und von jeder Catch-a-Ride-Station generieren lassen. Cool. Von jeder? Okay, die Granate ist irgendwo in Valhalla gelandet. Also kann ich die Granaten auch gezielt werfen. Hi. Schön. Das geht doch easy. Easy von der Hand geht das. Ach, ich liebe diesen Charakter so sehr, Freunde. Ich würde ihn am liebsten heiraten, weil er so geil ist. Jetzt nicht mit der Hasenmaske drauf und so, das wäre ein bisschen krank. Ihr wisst, was ich meine. So. Eine Sache fehlt noch. Ah. Alles repariert. Wundervoll. Drück bitte diesen Knopf, um das Gefährt ins Catch-a-Ride-System einzuscannen. Wenn du willst. So, ich bin bereit für die neue Quest. Jetzt kannst du dir an jeder Catch-a-Ride-Station ein Sandskiff generieren lassen. Doch bevor du zu Captain Scarlet aufbrichst, musst du nochmal zu mir kommen. Ach, warum? Ja, theoretisch machen wir ja sowieso die Quest für ihn hier. Naja, alles gut. Catch a ride? Ich komm ja schon.
Der Typ geht mir auf den Sack. Hatte keinen Grund, dass ich dich herbestellt habe. Ich hab dich nur gern um mich. Kehre zu Shades zurück. Da Shades Hovercraft ist das Ding, nun repariert ist, kannst du endlich raus nach Wormwater und Captain Scarlet ausfindig machen. Ist das ein Anstar-Wettbewerb? Den gewinne ich. Captain Scarlet sucht den Schatz des Sandes schon seit einigen Jahren. Du solltest mit deinem Sandskiff losfahren, um sie zu treffen. Ja. Hab heute viel Arbeit für dich, mein Freund. Sammle Piraten-Accessoires für Joko. Hilf deinem Kumpel. Du hast Joko getroffen, ja? Er ist ein einfacher Mensch mit sehr großen Träumen. Er möchte ein Sand Pirate sein, weißt du? Er wäre bestimmt super happy, wenn du ihm ein paar Piratenprothesen bringen würdest. Zähne, Holzbeine, halt solche Sachen eben. Okay. Die Vergangenheit begraben. Diese Mission beinhaltet Sprengstoff. Kannst du Aubrey Callahan mit ihrem Stalker-Problem helfen? Meine Urgroßmutter war eine Sandpiratin hier in der Gegend, aber ich will nicht, dass das jemand erfährt. Ihr altes Schiff liegt gleich vor Oasis. Du musst es versenken und alle Beweise für ihre Untaten vernichten. Hol dir den Sprengstoff, den ich für dich hinterlegt habe. Okay, aber vorher gucke ich mir natürlich an, was für eine Mission wir zuerst machen. Sind alle... 15? Okay. Mhm. Das ist ein komisches Schiff, ey. Und es lenkt sich total komisch. Ganz, ganz seltsam, als wären wir tatsächlich auf dem Wasser. So fühlt sich das an. Haben sie echt gut designt, muss ich schon sagen. Huch. Wo kommt die Musik her? Wormtail Plateau. Mir gefällt das Schiff, ja. Es hat was. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber macht Spaß. Hallo, jemand zu Hause? Nein, dann laufe ich einfach vorbei, ja? Die Waffe ist cool. Nur leider verbrauche ich Packen dadurch, obwohl ich nicht springe. Das ist ganz seltsam. Na? Wie ist denn hier noch? Wo sind die denn? Ich sehe hier zwar überall rote Punkte, aber ich sehe hier niemanden. Jetzt hört auf zu explodieren, ich springe nicht mal wirklich. Mann, jetzt bin ich gesprungen, ja. Ah gut, ich mache ja trotzdem irgendwo bloß, ne? Ist ja nicht so, als würde ich nur Tacken verlieren. Ach, das war ein Badass-Pirat. Ah. Ich bin nicht gesprungen. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Oder die Fähigkeit jedenfalls. Ich weiß auch nicht, warum er gerade nach unten gezielt hat, obwohl der Gegner offensichtlich da ist. Denn Borderlands spielt ja mit Zielhilfe. Also theoretisch zielt er immer automatisch auf den Gegner, wenn ich nur auf Ziel drücke. Da. Ziel dahin. Aber ziel auf ihn, auf seinen Kopf. Das nennt sich Zielhilfe. Aber gut. Was die Bändchen hier sollen, weiß ich nicht. Vielleicht kommen da die Gegner runter. Ich habe keine Ahnung. Ganz skurril. Schatztruhen. Cool, da war Geld drin. Oh, die Quest gefällt mir. Oder die DLC. Hä? Ich bezweifle, dass das gewollt war. Jetzt komme ich nicht mehr zurück, ne? Ihr wollt mich doch verarschen. Das ist doch alles eine große Verarsche, oder? Komm schon, jetzt muss jemand rauskommen und schreien. It's a prank. It's a prank. Ja, ich hab's geschafft. It's a prank. Oh. Cool. Wieso hast du schon Leben verloren? Verfluchter Pirat? Ihr seid aber komisch.
stecken noch voll viele ein und haben nur Hälfte erleben. Hä? Oh Gott sei Dank, du hast den Whisky. Frank wurde schon gewalttätig. Bitte, bring ihm das Zeug. Scheiße. Scheiße. Na gut. Nein, mein Schiff. Ah, ich hätte zurückgehen sollen. Ey. Ja, das gibt's doch nicht. What? Wer stört? Hä? Okay. Jetzt plötzlich nimmst du Schaden. Vorher hast du kein Stück genommen. Ach, er nimmt keinen Giftschaden. Das ist das Ding. Ah. Das ist natürlich logisch. Wir sind erst Level 34 bis 50. Das dauert, glaube ich, noch ein Stück, ne? Bin ich mal gespannt, ob wir das hinkriegen. Ansonsten muss ich ein bisschen Solo spielen, bis ich Level 50 bin. Ja, cool. Das ist cool. Man kann hier einfach seitwärts fahren und schießen. Das ist cool, das Schiff. Das gefällt mir. Das hat Stil. Ich kann sogar rückwärts fahren. Das ist das beste Fahrzeug, was sie entwickelt haben in den letzten Jahren. Alter Schwede, hui! Gut, es ist jetzt nicht wirklich schnell, aber... YOLO, Alter. Das ist cool. So, hab gepackt. Ich glaube, ich habe nur das... Ja, ich habe gewechselt, so. Hey! Achso, das Schiff ist noch da, alles gut. So... Wo ist denn der Kollege da hinten, ne? Am Strand. Deswegen ist er betrunken. Ich bin ein taffer Kerl, der mit knurriger Stimme taffes Zeug redet. Ich kann... Band beschädigt. Du hast ein Problem, Frank. Du bist so betrunken, dass du Unsinn redest. Bitte komm wieder zu mir, Freund. Ich fürchte, Frank ist nicht mehr zu helfen. Ach Gott. Zeit für die Ups. Super-Roboter-Randale! Mein Fehler. Vielleicht sollte ich, wie sagt man doch gleich, intervenieren. Kehre zu Shades zurück. Ist wahrscheinlich besser so, dass Frank bereits tot ist. Der Schnaps, den du ihm besorgt hast, hätte ihn ohnehin umgebracht. Ja, nee, ist klar. Gut, Freunde. Aber das war's für heute. Wir sehen uns morgen in diesem verrückten DLC wieder. Und dann schauen wir mal, was hier so abgeht, ne? Haut rein, euer Serum. Tschüss. Ich muss zu meinem Boot. Hä? Achso.